Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Block Mason Credit Protocol soll das Thema des heutigen Videos sein. Dabei handelt es sich um ein Projekt, welches auf der Ethereum Blockchain basiert. Gerade dieser Punkt ist in diesem Fall gar keine Übergangslösung, sondern man hat sich bewusst für die Ethereum Blockchain entschieden. Das Ganze wird also nicht geswappt, es wird keine eigene Blockchain geben, sondern es handelt sich vielmehr um ein Protokoll, welches sich die Ethereum Smart Contracts auf interessante Art und Weise zur Nutze macht. Demzufolge ist es auch logisch, der dazugehörige Token BCPT ist ein ERC20 Token. Gut, worum geht's beim Block Mason Credit Protocol? Wie der Name schon nahelegt, geht es hierbei um Kredite. Und dazu jetzt zunächst mal ein ganz einfaches Beispiel. Stellen wir uns einmal vor, ich möchte einen Kredit aufnehmen. Wie würde ich normalerweise vorgehen? Ich suche mehrere Banken auf und schaue mir deren Konditionen hinsichtlich der Kreditvergabe an. Im besten Fall vergleiche ich auf diese Art und Weise einige Banken und wähle im Anschluss daran die Bank, die mir den Kredit für den für mich günstigsten Konditionen zur Verfügung stellt. Diese Konditionen, die mögen jetzt zwar nicht unbedingt perfekt sein und auch nicht unbedingt perfekt auf meine Lebensumstände zugeschnitten sein, aber immerhin sind sie im Vergleich mit den anderen Banken die besten und daher lasse ich mich auf ihre Konditionen ein. Das wäre der übliche Weg einer Kreditaufnahme. Mit dem Block Mason Credit Protocol läuft alles ein wenig anders. Na klar, wir hatten gerade schon geklärt, man macht sich hier die Ethereum Blockchain zunutze und auch die Smart Contracts. Aber es gibt noch zudem viele weitere Vorteile. So hat man eine relativ hohe Flexibilität bei der Kreditvergabe, was bei dem gerade erwähnten Bankenbeispiel undenkbar wäre. Bei Block Mason kann ich nämlich als Kreditnehmer bestimmen, zu welchen Konditionen ich welchen Kredit aufnehmen möchte. Es braucht nur eine Person, die meinen Konditionen zustimmt und mir unter diesen Bedingungen den von mir bestimmten Kreditbetrag gewährt. Natürlich wird alles dazu Notwendige mithilfe der Blockchain dokumentiert und jede Aktion bedarf auch selbstverständlich der Zustimmung beider Parteien, um Missbrauch vorzubeugen. Das war jetzt aber auch nur ein ganz simples Beispiel. Tatsächlich steckt noch deutlich mehr hinter diesem Projekt. Wie beispielsweise Lender, einer bereits verfügbaren Android- und iOS-App. Das Ganze wird Lender ausgesprochen. Lender ist das englische Wort für Kreditgeber. Geschrieben wird es tatsächlich LNDR. Ihr kennt das sicherlich, viele Unternehmen finden es mittlerweile ganz schick, einfach die Vokale in den Namen ihres Projektes wegzulassen, so auch hier im Beispiel von Lender. Gut, worum geht es bei Lender? Ich hatte gerade gesagt, es ist eine App, bereits im Android- und iOS-Store verfügbar. Und diese App, die erlaubt es den Nutzern genauestens darüber Buch zu führen, wer wem noch wie viel Geld schuldet. Ihr merkt schon, hier geht es jetzt um Beträge, die im Regelfall geringer sind als die Beträge im ersten Beispiel und auch um keine Schulden zwischen zwei fremden Parteien. Stattdessen geht es bei Lender vielmehr um das Leihen von Geldbeträgen im privaten Umfeld. Und auch dazu habe ich ein einfaches Beispiel. Stellen wir uns mal vor, du gehst mit deinen Freunden auf ein Konzert und du hast das Geld für die Tickets vorgestreckt. Alle Freunde schulden dir also somit einen bestimmten Geldbetrag. Auf dem Konzert stellst du allerdings fest, du hast deine Geldbörse zu Hause vergessen und bist somit auf deine Freunde angewiesen, die dir Essen und Trinken bezahlen bzw. vorstrecken müssen. All diese Ereignisse, sowohl der Ticketkauf als auch der Kauf von Getränken und der Kauf von Essen, all diese Ereignisse kann man über die App eintragen und diese führt dann eine Bilanz darüber, wo noch Schulden bestehen. Zudem, ganz interessanter Aspekt von Lender, wird es bald möglich sein, etwaige Verbindlichkeiten mit verschiedenen Kryptowährungen auszugleichen. Eine logische Frage, die sich nun noch stellt, ist, wozu braucht man einen eigenen Token? Wieso gibt es den BCPT-Token? BCPT, das ist ein Utility-Token, der zum Betreiben von dApps wie beispielsweise Lender notwendig ist. Und natürlich soll Lender nicht die einzige dApp zu diesem Projekt sein, sondern es sollen noch viele weitere folgen. Der Quellcode des Block Mason Credit Protocols ist natürlich Open Source und somit können sich Unternehmen mit Unterstützung des Block Mason Teams ihre eigenen Kredit-Dapps erstellen. Und tatsächlich kann das Ganze in alle möglichen Richtungen gehen.
Schauen wir uns jetzt noch schnell einige Fakten zum Block Mason Credit Protocol an. Ich habe mir das Projekt mal auf CoinMarketCap aufgerufen. Hier sehen wir, dieser Token rangiert derzeit auf Rang 293 mit einer Marktkapitalisierung von 32 Millionen US-Dollar. Der Total Supply, also die Gesamtzahl an Tokens, die beläuft sich auf 116 Millionen BCPT. Davon befinden sich rund 72 Millionen derzeit im Umlauf. Einige von euch werden sich sicherlich fragen, was ist mit den restlichen Tokens, und darüber gibt uns das White Paper Aufschluss. Genau diese Seite oder diesen Absatz vom White Paper, den werde ich euch direkt mal in die Videobeschreibung packen, denn ich denke, einige von euch werden daran interessiert sein, wie hier was aufgeteilt ist. Hier finden wir ein Tortendiagramm. Und genau dieses Tortendiagramm gibt uns ganz gut Aufschluss darüber, wie hier was verteilt wurde. Wir sehen unter anderem 20% sind für die Entwickler vorbehalten und die beiden größten Batzen, einmal 31 und einmal 29%, das sind die Private und die Public Sales gewesen. Gut, wie gesagt, wer hier genaueres wissen will, der klickt einfach mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Interessant ist auch immer die Frage danach, auf welchen Marktplätzen man aktuell vertreten ist. Im Fall von diesem Projekt kann sich das wirklich sehen lassen. Binance ist vorhanden, das ist natürlich schon mal sehr positiv, aber auch Bittrex und KuCoin, also wirklich einige große Namen, auf denen dieser Token handelbar ist. Definitiv eine positive Sache. Werfen wir jetzt aber einmal kurz einen Blick auf die Block Mason Website. Zunächst mal findet man hier einen Link vor zu einer eigenen Landingpage von dieser Lender-App, über die ich vorhin in der Animation gesprochen habe. Wenn wir hier durchscrollen, sehen wir auch die Kryptos, die hier demnächst implementiert werden sollen. Natürlich ist Ethereum dabei, aber auch Bitcoin, Litecoin und Dogecoin. Wer mehr über diese App erfahren möchte, der kann sich die natürlich gerne runterladen. Ich hatte erwähnt, sowohl für iOS als auch für Android ist die verfügbar, aber auch diese Landingpage hier, die gibt einige Infos darüber. Gut, zur eigentlichen Website zurück. Ich würde sagen, wir scrollen hier einfach mal komplett durch. Hier gibt es eine interessante Randnotiz, die wir mitnehmen können, nämlich die Tatsache, dass dieses Credit Protocol nicht das einzige Protokoll ist, an dem man arbeitet bzw. an dem man mitwirkt. Wir haben hier weiterhin noch die Sektion Health, also Gesundheit, und Social, das ist das Sozialwesen. Damit sind nicht die Social Media Plattformen gemeint als solche. Worum es bei diesen beiden Projekten geht, das weiß ich so genau noch gar nicht. Zu diesem Aspekt hier wurde erst vor einigen Monaten ein White Paper veröffentlicht. Aber wie gesagt, ich habe mich noch nicht näher damit beschäftigt, und sowieso soll es in diesem Video um das Block Mason Credit Protocol gehen. Und was das angeht, scrollen wir hier einfach mal weiter durch und gelangen auch hier schon zum White Paper. Das White Paper, das ist sehr interessant gestaltet. Man hat die Möglichkeit, hier komplett im Browser da einmal durchzuscrollen, Sektion für Sektion sich hier anzugucken, aber man kann sich das Ganze natürlich auch, so wie wir es kennen, als PDF-Dokument anzeigen lassen. Kann sich das auch sogar runterladen, wenn man das möchte. Was kann ich zum White Paper sagen? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nicht komplett gelesen, wie ich es meistens mache, wenn ich ein Video zu einem Projekt mache. Einige Aspekte dieses White Papers habe ich mir natürlich genauestens durchgelesen, andere wiederum habe ich nur überflogen. Aber naja, es ging mir darum, erstmal einen vernünftigen Eindruck von diesem Projekt zu bekommen, und ich denke, genau das habe ich auch erhalten. Einige interessante Informationen sind in diesem White Paper enthalten, welches übrigens auch sehr einfach formuliert ist. Auch hier ein deutlicher Pluspunkt, also auch Leute, die keinen technischen Hintergrund vorzuweisen haben, die werden damit definitiv klarkommen. An und für sich, ich hatte es gerade gesagt, viele interessante Informationen sind ihr hier enthalten. Wir erfahren unter anderem, was für eine Vielzahl an Use Cases es überhaupt für dieses Projekt gibt. Sehr interessante Angelegenheit, und wer näheres Interesse an diesem Projekt hat, dem kann ich dieses White Paper auch nahelegen. Interessant fand ich auch die FAQ-Section, die ist, glaube ich, irgendwo weiter hinten hier im White Paper enthalten. Da geht es unter anderem darum, wieso man sich denn für die Ethereum-Blockchain entschieden hat, und das hat man wirklich auf eine sehr vernünftige Art und Weise begründet, hat hier nicht die rosarote Brille aufgesetzt, sondern klar gesagt, ja, wir wissen, hier und da sind die Schwächen von Ethereum, aber wir sind guter Dinge, dass das Ethereum-Entwicklerteam diese in der Zukunft beheben kann. Also Sachen wie Skalierung und so weiter.
Gut, das nur insoweit zum White Paper. Und wir scrollen weiter runter. Hier finden wir Links zu den verschiedensten Social Media Kanälen. An dieser Stelle kann ich euch sehr den YouTube-Kanal empfehlen. Der ist jetzt zwar nicht gerade mit allzu viel Content gefüllt. Es gibt hier wirklich nur eine Handvoll Videos, die BlockMason hochgeladen hat. Aber in diesen Videos erfahren wir auch sehr viel über die verschiedenen Use Cases dieses Produktes. Wer dazu mehr erfahren möchte, der sollte neben dem White Paper dann gerne auch mal einen Blick auf den offiziellen YouTube-Kanal werfen. Wenn wir weiter runter scrollen, gelangen wir zum BlockMason Team. Zunächst mal sehen wir hier die Advisors, das sind die Berater vom BlockMason Team. Unter anderem haben wir hier einen Ethereum Co-Founder, aber auch eine Person, die ein wenig ungewöhnlich daherkommt. Zumindest habe ich bisher noch kein Projekt gesehen, in dem ein ehemaliger US-Justizminister mitgewirkt hat, wenn auch nur beratend, ist dieser Herr hier, Steven Gelbach, war tatsächlich in seiner Vergangenheit mal US-Justizminister, tatsächlich aber unter Ronald Reagan. Also das Ganze liegt wirklich einige Jahre zurück. Womit ich ihm jetzt nicht seine Kompetenz abstreiten möchte, das definitiv nicht. Aber naja, zumindest interessant zu sehen, dass ein ehemaliger Justizminister für ein solches Projekt als Berater tätig ist. Ich kann hier aber auch eine gewisse Verbindung ziehen, wobei das auch ein wenig Mutmaßung meinerseits ist, nämlich hier beim Entwicklerteam. Der Co-Founder von BlockMason hat den gleichen Nachnamen wie dieser Herr hier. Es könnte sein, dass die beiden miteinander verwandt sind, Vater und Sohn vielleicht, aber auch das ist reine Mutmaßerei meinerseits. Gut, ansonsten vom Team selber, da kann man eigentlich nicht allzu viel erzählen. Zwar ist hier jetzt meines Erachtens nach kein wahnsinnig bekannter Name enthalten, aber das muss ja auch nicht zwingenderweise der Fall sein. Auch ein frisches Team kann sicherlich eine sehr gute Arbeit leisten. Und insofern, ja, was kann man sagen? Auf den Social Media Plattformen ist man vertreten, zumindest auf den gängigsten, und da macht man auch meistens eine ganz gute Arbeit. Zudem hat man einen Medium Blog und auch da hält man seine Community auf dem Laufenden. Ja, und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann müssen das auch schon alle Informationen sein, die ich rund um dieses Projekt hier vorstellen wollte. Falls euch noch Infos fehlen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare rein, oder falls ich irgendwas unklar dargestellt habe, dann gerne das Gleiche. Was ist mein abschließendes Urteil zum BlockMason Credit Protocol? Ich finde nach wie vor, es ist ein sehr interessantes Projekt. Es ist sicherlich nicht das nächste Mammutprojekt oder das nächste Projekt, was die Top 10 stürmen wird. So ist dieses Projekt sicherlich nicht anzusehen, aber es erfüllt meiner Meinung nach voll und ganz seinen Nutzen als das, was es ist. Und als das ist dieses Projekt auch völlig ausreichend. Es muss nicht das nächste Ethereum, nicht das nächste Bitcoin sein. Man hat meiner Meinung nach eine Marktlücke erkannt und schaut danach oder arbeitet daran, diese Marktlücke vernünftig auszufüllen. Und insofern, ja, gibt's von mir einen Daumen nach oben für das BlockMason Credit Protocol. Und das war's auch schon mit diesem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr noch kein Abonnent dieses Kanals seid, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.